Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Matinee, unserem Intus-Salon. Und im Herbst, da liest man immer viele Bücher. Und deswegen haben Katharina und ich, wir Salonniers, beschlossen, dass wir einen Buchherbst machen. Wir stellen drei Bücher in diesem Herbst vor. Und heute haben wir Margret Rassfeld als zweite Autorin mit ihrem Buch Friday. Margret, was steckt eigentlich hinter dem Friday? Und auch das Wort ist ja, man denkt ja, das wäre Friday for Futures. Aber nein, es ist der Friday, wird F-R-E-I geschrieben. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist? Also ein bisschen hat auch Fridays for Future damit zu tun, weil ich mir dachte, jetzt müssen die Kids die Schule verlassen, um über die wichtigen Themen sich zu informieren und ihre Stimme in die Welt zu geben. Holen wir das doch wieder in die Schule rein. Also nicht, dass der Friday die Proteste verhindern soll, aber dass er viel mehr Möglichkeiten geben soll, sich mit den wichtigen, die Kinder und Jugendlichen bewegenden Themen auseinanderzusetzen. Das Zweite ist die langjährige Erfahrung von Schulen im Aufbruch mit einem wöchentlichen Projekttag, der auch seine Grenzen hat, weil die Projekte meistens nach 6 Wochen zu Ende sind, dann ein neues Thema kommt. Und wenn man tatsächlich ins Handeln gehen will und etwas bewirken will, in die Welt rausgehen will, dann kann man das nicht so mit 6 Wochen tun. Manchmal braucht es länger. Also der Friday ist eigentlich eine Weiterentwicklung vom Lernen im Projekt. Und das Dritte ist, Katharina hatte ja schon den nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung angesprochen und auch die UNESCO mit ihrem neuesten Programm BNE 2030. Und da werden ausdrücklich Aktions- und Freiräume gefordert, frei von Themen der Lehrer, frei von Themen des Curriculums, sondern Freiräume, um sich tatsächlich mit den Herausforderungen, in denen wir stehen, zu befassen, sich Wissen anzueignen und dieses Wissen in Handeln umzusetzen, in der Schule oder der Kommune und dabei Erfahrungen von Selbstwirksamkeit zu machen. Und der Friday gibt einfach diesen Möglichkeitsraum, er ist strukturell verankert und da kann das alles passieren. Und er ist, Helga hat es angesprochen vorhin, der Friday ist ein echter Musterbruch. Musterbrüche helfen uns ja, aus unseren alten herauszukommen. Der Friday hat für Lehrerinnen und Lehrer eine hohe transformative Kraft. Er ist nicht planbar. Man muss tatsächlich loslassen, diesen Jugendlichen vertrauen, in die Lernprozessbegleiterrolle gehen. Und deswegen ist er einfach ein ganz, ganz tolles, wirklich auch zu praktizierendes Element, ein Lernformat, das BNE umsetzt, so wie es tiefgreifend auch gemeint ist. Aber du sagst schon auch, Margret, man muss dann springen, also um den Friday, um es auszuhalten, 4 Stunden lang im Unterricht nicht zu kontrollieren, da muss dann, glaube ich, jeder springen. Wie? Ich weiß nicht, was du mit Springen meinst. Also ja, aus der Kontrolle ins Vertrauen. Ja, genau, aus der Kontrolle in die Freiheit springen. Also der Friday gibt natürlich auch Freiheit für die Erwachsenen. Viele LehrerInnen sagen ja auch, ach, ich werde so, bin so gefesselt im Curriculum und dann soll das Buch durchgenommen werden und so oft muss ich die Kinder abwürgen. Jetzt ist auf einmal Zeit für alles. Ich kann den Friday mal erklären. Der Friday bedeutet 4 Stunden jede Woche, strukturell verankert, am besten über mehrere Jahrgänge, am besten in der ganzen Schule, sodass die Kinder und Jugendlichen sich in Interessengruppen, in Leidenschaftsgruppen zusammenfinden können. Die einen wollen sich vielleicht mit Solarenergie befassen und dafür sorgen, dass eine Photovoltaikanlage aufs Schuldach kommt. Die anderen wollen sich um soziale Themen kümmern, die dritten wollen sich um den Verlust der Artenvielfalt kümmern und laden sich Experten ein, machen sich schlau und werden dann aktiv, um dem etwas entgegenzusetzen. Und das Gute ist, wenn man in so Interessengruppen zusammen ist,
dann ist da wirklich volle Kanne Energie da. Und Kinder und Jugendliche haben ja eine unglaubliche Kraft, wenn sie etwas bewegen wollen, durchsetzen wollen, lassen sich nicht so leicht wie Erwachsene beschwichtigen, das geht jetzt nicht und da ist kein Geld für da. Die ziehen dann durch und so hat der Friday auch gute Erfahrungen für Lehrerinnen und Lehrer, dass die auf einmal sehen, was alles in den Kindern steckt. Und die Hoffnung ist eben, also der Friday ist so eine Art Brücke vom alten Schulsystem in ein neues, was mehr beinhaltet natürlich als den Friday. Aber wenn man erstmal den ersten Schritt tut und sieht, was alles passiert, wie es selber einem auch geht, wie man alte Annahmen und Vorbehalte plötzlich widerlegt sieht, aber nicht nur sieht, sondern erfährt auch, also so im Herzen, dann hoffe ich, dass der Mut erwächst, weitere Schritte zu gehen und noch tiefer reinzugehen. Und der Friday hat eben auch die Möglichkeit, wir haben jetzt viele Schulen, dass es eine Bewegung wird und man nicht alleine dasteht. Der Friday ist so das, was man, wo man ausprobieren kann, das kleine Labor für das Neue. Mhm. Genau, die werden gefordert, diese Experimentallabore für das Neue werden ausdrücklich gefordert von der UNESCO. Und man hat ja, der nationale Aktionsplan ist ja schon 2017 verabschiedet worden. Es gibt so ein Monitoring, was ist eigentlich passiert. Und da zeigt sich für Deutschland sehr, sehr deutlich, Partizipation, echte Partizipation, echtes Handeln auch, ist in Deutschland absolut unterentwickelt. Und deshalb brauchen wir Lernformate, wo das wirklich dann auch umgesetzt wird und nicht der Lehrer kommt und sagt, ach, morgen schreiben wir eine Arbeit, da ist jetzt wichtiger, dass wir nochmal üben. Das ist ein Recht für alle Kinder und Jugendlichen, das Recht auf Selbstwirksamkeitserfahrung. Margaret, du schreibst ja in deinem Buch, dass du dir das wünschst, dass es in das Curriculum kommt, also in das Kerncurriculum der Bildungspläne der Friday. Was können wir alle dazu beitragen, dass das gelingt? Ja, was können wir beitragen? Also einmal, Positives soll man ja weiter erzählen. Also erzählen, welche Möglichkeiten der Friday bietet. Dann für die, die schon den Friday ausprobieren, einfach über die guten Erfahrungen sprechen. Wir haben jetzt, letzte Woche hatte ich 100 SchulleiterInnen aus Sachsen-Anhalt, 80 waren es, und zwar hatte eingeladen das Landesamt für Schule, hatte die SchulleiterInnen der Sekundarschulen angeschrieben. Demnächst gibt es dasselbe, glaube ich, auch für Grundschulen und Gymnasien. Was können wir tun, um den Friday umzusetzen? Und da haben sich die SchulleiterInnen gewünscht, dass ein Signal kommt von oben, von der Kultusministerin. Und ich hoffe, dass wir jetzt demnächst mit der Forderung von 80 Schulleiterinnen im Rücken, da mal einen Termin kriegen. Ich glaube, der erste Schritt wäre eine Empfehlung, weil manche an den Schulen, manche Schulleiterinnen oder auch Lehrerinnen, die fühlen sich bestärkter, wenn es ein Signal von oben gibt. Das muss es gar nicht geben. Also wenn man sich die Curricula anguckt, fächerübergreifendes Lernen, Handeln, Projekte, SDGs, ist alles schon drin. Aber es kann hilfreich sein, weil doch viel nach oben geguckt wird und dürfen wir und wir da in so einem Erfüllermodus auch bei den Lehrerinnen und Lehrern oft sind. Ja, das fordern, würde ich mal sagen, aber jetzt nicht so vorwerfend, wieso gibt es keine Freiräume, sondern deutlich machen, wie hilfreich es ist. Und der Friday führt ja auch dazu, dass generationsübergreifend gelernt werden kann, weil ja ganz, ganz viele Menschen von außen, seien es bestimmte Berufe, Künstler, NGOs, die haben plötzlich den Raum, langfristig in Projekten zusammenzuarbeiten. Und so entwickelt sich ja auch eine lebendige Kommune. Es ist ein ganz deutliches Tool für Demokratie, gelebte Demokratie. Ja, also erheben wir unsere Stimme für den Friday, würde ich sagen. Du hast den Friday. Ich fällt uns da gleich noch was anderes ein, aber ich glaube, der erste Schritt ist einfach bekannt machen, positiv darüber reden und sagen, wir brauchen das jetzt. Du hast den Friday ja auch in dem Hackathon vorgestellt. Vielleicht willst du da noch mal kurz berichten, was da auch das Ergebnis war und vielleicht auch dann hinterher von der ersten Schule, die ihn probiert hat. Mhm.
Also der Hackathon letztes Jahr, wir für Schule, hatte eine Säule für den Friday. Da ging es darum, die Fragen waren, wie kriegen wir es hin, Außerschulische und Schule zu vernetzen. Das muss ja auch so sein, dass Kinder und Jugendliche das verstehen. Und die Art und Weise, wie wir da diese Vernetzung gestalten, ist ja unglaublich wichtig. Und eins war aber auch, wie finden die Kinder und Jugendlichen überhaupt ihre Themen, wie finden die ihre Projekte, wie bleiben die dran? Und dazu ist einiges entwickelt worden, tolle Sachen. Zum Beispiel, und Gewinner war ein Paket, so ein Einsteigepaket, wie finden Kinder und Jugendliche ihre Themen und wie können die gut begleitet werden? Und das haben wir mal ausprobiert, den Prototypen in Kiel letztes Jahr auf der Kieler Messe. Und da war eine Gymnasialklasse, eine siebte Klasse, die bisher nichts anderes kannten als Frontalunterricht. Und es war genial, wie die schnell auch, auch durch die Art der Moderation und so weiter, zusammengefunden haben. Da war das Radio noch dabei und Fernsehen. Und die haben dann gepitcht nach 2 Stunden. Und was ich am berührendsten fand, war, dass nachmittags um 2 war das zu Ende, viele SchülerInnen kamen und haben sich bei mir bedankt, dass ich den Friday erfunden habe. Und mehrere haben gesagt, jetzt glaube ich, dass wir etwas verändern können. Bisher habe ich immer gedacht, ich bin alleine, dass ich solche Ideen habe. Und der Friday hat denen einfach gezeigt, wow, alle wollten, alle hatten eine Idee. Und dass ein Vormittag schon dazu führen kann, das finde ich enorm. Jetzt kann es natürlich sein, die kamen von einem Gymnasium, dass die sich gar nicht durchgesetzt haben. Dann war es eine schwierige Erfahrung, weil diese ganze Energie war jetzt da und jetzt kommen die in ihre Schule und die Schule sagt vielleicht, wir haben keine Zeit. So schon deshalb, also brauchen wir den Friday im Curriculum, damit nicht Einzelne den verhindern können. Und unsere erste Schule war, lass mich überlegen, ich glaube, die Grundschule in Niedersachsen in Hessisch-Oldendorf. Die haben mit 2 Klassen angefangen, 2 junge Lehrerinnen und inzwischen ist die ganze Schule angesteckt. Die machen den Friday schon seit 1,5 Jahren. Ja, und davor so ein kleiner Mini-Friday in einem Wahlpflichtkurs Global Goals war die KGS Pattensen schon vor 3 Jahren. Und da ist Unglaubliches passiert, weil die einfach die 4 Stunden hatten. Und was die Schülerinnen 9. Klasse mir erzählt haben, also die haben ein riesen Benefits-Konzert gemacht, einen Schulgarten angelegt, alles Mögliche. Und dann standen die da und haben gesagt, und die Frau Gerull, die hat damals den Kurs geleitet, ist jetzt heute Schulleiterin, boah, die hat an uns geglaubt, die hat richtig an uns geglaubt. Und dann sind wir über uns hinausgewachsen. Ich glaube, dieses Bewusstsein und die Haltung der Lehrerinnen und Lehrer ist sehr, sehr maßgeblich. Und es ist ja auch möglich, dass Schulen, die den Friday einführen, einfach sagen, wir brauchen da noch Fortbildung, Unterstützung. Und das kann man ja gewähren. Viele Landesinstitute sind Friday begeistert und würden auch entsprechend was entwickeln. Oder wir haben ja auch Dinge auf Lager mit Intus oder mit Lernkulturzeit. Also das passt alles sehr, sehr gut in den Friday hinein, diese ganzen Haltungsfragen. Ja, an die Kinder glauben und vor allem aus der Kontrolle ins Vertrauen. Und ins Zutrauen. Genau. Und dann kommt man in diese wunderschöne Rolle, dass man sie wirklich begleitet, dass man sie wertschätzt, dass man staunt und dass man selber Lernende wird. Ich glaube, die größte Rollenveränderung für Lehrkräfte ist, dass ich jetzt nicht mehr der Wissensvermittler bin, sondern dass ich mit den Kindern und den Jugendlichen lerne. Und dann ist die Schule auch wieder spannend. Genau. So ist es. Ja, und was für die Kinder auch, was wir wissen heute, dass wir nicht nur ein Wissensdefizit haben, was die SDGs anbelangt, die großen Themen der Zeit, dass wir noch ein größeres Umsetzungsdefizit haben. Und das größte Defizit ist aber das Hoffnungsdefizit. Mhm. Und wir haben 50% der Kinder, es gibt die allerneueste Studie, ist letzte Woche rausgekommen, von der Leuphana-Universität und Greenpeace. Die haben ja schon 2015 dieses Nachhaltigkeitsbarometer gemacht und jetzt ist es das Nachhaltigkeitsbarometer 2021. Da kommt heraus, dass die wichtigsten Themen für die Jugendlichen Bildung, Ausbildung und Klima ist und dass sich ganz, ganz viele überhaupt nicht
ausreichend vorbereitet fühlt. Die Zukunftsskills, finden Sie, die werden überhaupt nicht gefördert in der Schule, nicht ausreichend. Ja, und 60% der Kinder, aber auch der Erwachsenen, der Jugendlichen glauben nicht mehr, dass wir noch etwas verändern können. Das ist das Hoffnungsdefizit. Und wer nicht daran glaubt, dass wir etwas verändern können, der hat es noch schwieriger, sein Verhalten zu ändern. Wir müssen ja in neues Bewusstsein gehen, in neue Mobilität, Ernährungs-, Konsummuster und so weiter. Und der Friday gibt Hoffnung, weil er zu solchen großen Selbstwirksamkeitserfahrungen führt. Und deshalb ist das total wichtig, weil wir können jetzt da gar nicht mehr jetzt so weiter zugucken, wie die Sorgen, Ängste haben. Und dann kriegen sie keine Möglichkeiten zu handeln und zu erleben. Doch, in kleinen Schritten können wir was machen. Und wichtig ist auch bei diesem Handeln, dass, und das wird gefordert von der UNESCO, dass die Jugendlichen sich echt politisch einmischen. Dass wir nicht nur so kleine Minischrittchen machen und eventuell sogar denken, wir sind schuld, wir als Einzelpersonen, wir müssen da Strukturen verändern. Und da ist auch der Friday einfach eine gute Möglichkeit dafür, vom Fußabdruck zum Handprint zu kommen. Ich denke, die OECD hat ja die 4 Ks für die Zukunft. Das erste K ist die Kreativität, das zweite K ist die Kommunikation, das dritte K ist das kritische Denken und das vierte K ist die Kollaboration. Ja, also ich denke, der Friday zahlt auf alle 4 Ks ein, die der Andreas Schleicher von der UNESCO wirklich als die Zukunftsskills von Schule fordert. Von der OECD meintest du? Ja, von der OECD. Die sind ja uralt, die 4 Ks. Dieses neue Programm heißt ja Wellbeing 2030 und da wird ja nochmal auch ganz stark auf die neuen Rollen fokussiert, nämlich Peer-to-Peer-Learning und dass die Erwachsenen eben in diese Begleiterrolle gehen. Interessant ist, dass Andreas Schleicher den Friday toll findet. Also er hat mir geschrieben, ich finde den Friday ganz toll. Und auf dem Umschlag hinten ist ja auch ein Endorsement von ihm. Da schreibt er, lies mal vor, Katharina. Er schreibt, Margret Rasfeld zeigt, wie man ein Schulsystem, in dem vieles nicht erlaubt, aber vieles auch nicht verboten ist, verwandeln kann. Die Idee ist verblüffend einfach. Andreas Schleicher, OECD-Bildungsdirektor und Koordinator der PISA-Studien. Genau. Ja. Und was auch noch im Buch mit drin ist, das ist total schön, ich habe mich so gefreut, ja, so, dass der Verlag das eingelegt hat, die Karte. Und das knüpft an das an, was du vor sozusagen wenigen Minuten gerade gesagt hast. Und das brauchen wir einfach mehr Mut zum Träumen. Mut zur Verantwortung und natürlich das Resultat für Schule heißt Mut zum Friday. Ja. Genau, ich freue mich auch, dass die Mutkarte drin liegt. In der ersten Auflage liegt sie zumindest drin. Okay. Ja, also schnell noch zuschlagen. Ja. Margret, was ist dir seitdem das Buch jetzt rausgekommen ist? Ich meine, das ist erst wenige Tage her, aber was ist seitdem passiert? Gab es ein besonderes Erlebnis, was mit der Buch veröffentlicht zusammenhängt? Ja, gibt es da was? Oder hast du einen besonderen Traum gehabt? Ich glaube einfach, also das kann ich jetzt nicht sagen in dieser Woche, aber dadurch, dass ja der Friday schon richtig aktiviert wird, der Projektleiter, der Tobias Falkenhauer zusammen mit Anne, die machen ja digitale Fortbildung. Wir haben ganz viele Schulen, das Netzwerk wird täglich größer, wir skalieren. Also der Friday ist ja sozusagen schon in der Welt. Aber dann so ein Buch dazu zu haben, ist natürlich toll, weil ein Buch ist immer anders als Fachartikel. Ich habe ja auch schon viele Fachartikel geschrieben, aber ein Buch ist einfach, habe ich schon bei Schule im Aufbruch bei dem Buch gemerkt, was anderes. Das Buch ist an alle Kultusministerien geschickt worden und an alle Landesschulämter für Fortbildung. Mal schauen, was da noch so kommt. Und ich habe auch schon von einigen Menschen ein Danke gekriegt und ja, so direkt hatte ich jetzt kein Erlebnis. Ja. Ja, aber dieses Buch ist jetzt in der Welt
Und was wünschst du dir für dich selber? Ich weiß, ich habe auch schon mal gehört, du schreibst gut und du schreibst auch viel, aber das ist jetzt nicht so deine Lieblingsbeschäftigung, Bücher schreiben, oder? Nein. Und trotzdem hast du dich durchgerungen, weil du genau gespürt hast, wie wichtig dieses haptische Erlebnis, auch dieses Buch als Ganzes, als eine eigene Wesenseinheit, dass du das erschaffen musst. Du hast diesen Friday, diese Idee in die Welt gebracht und jetzt ist das ist der letzte Geburtsakt, ist dieses Buch. Genau. Ja. Also das Buch legt ja auch nochmal sehr deutlich den Finger in die Wunde unseres Systems, sehr umfassend auch beleuchtet, auch von der Gesundheitsseite. Es gibt auch ein Kapitel über Digitalität. Und dann immer wieder diese Hoffnung und der Friday, der kann uns daraus führen aus diesen ganzen Verzwickungen. Und der Friday hat, wenn wir die gesundheitsfördernden Faktoren zum Beispiel uns angucken, die heißen ja Partizipation und Sinn, dann bedient der Friday auch ein tiefes Bedürfnis nach Sinn und nach Beteiligung und sich ausleben. Und was mich besonders freut, ist, da hat jetzt nicht der Friday unbedingt, ist ein Element davon, dass in Niedersachsen ja jetzt die Zukunftsschulen auf den Weg gebracht wurden. Da hat ja Schule im Aufbruch total viel mit zu tun. Und der Friday wird da jetzt auch an vielen Schulen eingeführt. Und das Kultusministerium empfiehlt ausdrücklich den Friday. Hoffe ich, dass es positive Ansteckungseffekte gibt. Ich bin schon von einer anderen Ministerin jetzt eingeladen für in 2 Wochen. Da bin ich gespannt. Ja. Also, das Buch ist jetzt genau zur richtigen Zeit auf den Weg gekommen. Und ohne meinen Freund Alexander Scheuerer aus Hamburg gäbe es das vielleicht gar nicht, weil ich habe so viel zu tun, dass ich dachte, ich schaffe es nicht, ein Buch zu schreiben. Und der ist immer dran geblieben und hat mich sozusagen, so stark ist der dran geblieben, dass ich gesagt habe, okay, so. Und ja. Das war der Geburtshelfer. Genau, der war der Geburtshelfer. Ja. Ja. Katharina hatte sich so noch was rausgesucht, was sie gerne vorlesen würde. Ich glaube, das wird jetzt gut passen, Katharina. Würde vielleicht auch Margret interessieren, was Katharina jetzt vorliest. Ja, das ist spannend. Ja. Ich kann sagen, das ist gegen Ende des Buches schon mal für dich. Und für euch alle wirklich sehr, sehr wertvolle und wegweisende Zeilen. Die Zukunft beginnt in uns. Ja, es stimmt, dass wir als Menschheit vor großen Herausforderungen stehen. Und ja, es ist richtig, dass es eine echte Herkulesaufgabe ist, unser Bildungssystem zu transformieren. Und doch zeigt der Friday schon jetzt, welche Kraft in ihm steckt. Meine Erlebnisse zeigen, was viele Menschen wissen oder spüren. Die tradierte Schule ist nicht mehr zeitgemäß. Die Erfahrung zeigt aber auch, kleinen Moment, ist bei einer Lesung so. Die Erfahrung zeigt aber auch, wie schwierig sich die Veränderung vor Ort gestaltet. Einige wenige Schulen sind auf dem Weg, den dringend nötigen Kulturwandel umfassend umzusetzen. Es sind die mutigen Pionierinnen, die uns zeigen, dass der Wandel gelingen kann, die vorangehen und von ihren Erfahrungen berichten können. Für die noch Zögerlichen kann der Friday Mutgeber und Befreier sein. Er ist die sichere Brücke zwischen dem alten und dem neuen System, die alle betreten können. Gemeinsam. Denn den Kindern und Jugendlichen einen einzigen Tag pro Woche für Zukunftsthemen, selbstbestimmtes Lernen und Handeln freizugeben, bedeutet eben doch nicht gleich, die ganze Schule umzukrempeln. Gleichzeitig ist der Friday aber auch ein bedeutsamer Erfahrungsschritt, der viel in den Köpfen und Herzen aller Beteiligten verändert. Er hilft uns dabei, uns von unseren tief verwurzelten Annahmen, inneren Bildern und alten Denkweisen zu befreien. Er provoziert Musterbrüche, die uns dabei helfen, uns von den Fesseln institutioneller Schablonen zu lösen, für unsere Kinder und die kommenden Generationen. Und für die entfaltet der Friday ein langfristiges Wandelpotenzial, das sich gut anfühlt, gut tut
und Gutes bewirkt. Aber jetzt geht's weiter und das liebe ich ganz besonders, Margret. Jetzt kommt. Und denken wir noch größer, typisch für dich, denken wir noch größer. Mehrere Universitäten überlegen derzeit, den Friday einzuführen. Dann können Studierende und SchülerInnen zusammenarbeiten. Ja, und wenn auch Kommunen, Unternehmen sich vom Friday inspirieren lassen, können wir als Gesellschaft in sinnstiftendem, verantwortungsvollem Handeln für die Zukunft wirksam zusammenwachsen. Lebenslanges Lernen in der Kraft des Wir ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und sie passt nicht in das derzeitige Konzept der Trennung von Arbeit und Leben. Um den öffentlichen Raum gemeinsam zu gestalten, brauchen wir ein eigenes Format. Das bedeutet Demokratieförderung. So lernen wir Kollaboration und Ehrenamt. Und all das bekommt derzeit noch keinen eigenen Zeitraum, denn das Wir ist privat. Doch mit dem gesellschaftlichen Friday finden wir gemeinsam generationenübergreifende Lösungen. Alle haben dann die Möglichkeit, mit anzupacken, andere Menschen und Organisationen kennenzulernen, ihr Netzwerk zu erweitern und im sinnvollen Tun Freude zu empfinden. Die Menschen bringen ihre Gaben und Herzensthemen ein. Sie bringen die Care-Arbeit für Menschen und Mitwelt ins Zentrum und verbinden diese sinnstiftend mit den gesellschaftlichen Herausforderungen. Das schenkt Kraft, Lebensfreude und Zufriedenheit durch Sinn. Keine Friday-Pionierin und kein Friday-Pionier ist allein. Ihre Gemeinschaft wächst täglich. Und geeint durch eine gemeinsame Vision können sie sich begeistern und motivieren. Und weil die Aufgabe groß ist, wird es auch mal schwierig und anstrengend, wenn man mit Hilfe des Fridays erste Risse im Betonklotz-Bildungssystem entstehen lässt, durch die Licht und Luft in unsere Schulen gelangen kann. Es ist ein Aufwand, der sich lohnt. Zukunft ist Gestaltungsauftrag. Es geht um die Wiedereroberung uns, unser Selbst als mündige Bürger, für die Zukunft unserer Kinder. Und das Wichtigste ist, das ist der letzte Satz, dass wir unsere Angst hinter uns lassen und einfach anfangen. Jetzt seid ihr dabei. Sehr schön, Katharina. Schön, wenn man sein eigenes Buch vorgelesen bekommt. Es ist aber eine Freude, weil durch die Worte, durch das Lesen vermittelt sich so eine starke Energie. Das ist wirklich ganz toll. Und ich kann mir vorstellen, dass das hoffentlich bei euch allen angekommen ist. Und würde jetzt einfach mal ganz galant Maren Steen einladen mit dazu, weil Maren Steen ist ja an einer Schule, die den Friday eingeführt haben. Hallo Maren, schön, jetzt bist du hier gepinnt. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich bin ganz ergriffen, denn alles das, was eben vorgelesen wurde und auch schon gesagt wurde, kann ich so unterstreichen und sagen, ja, und bei uns ist es so angekommen. Ich bin sehr stolz, auf einer Schule zu sein, wo so ein Wind schon wehen darf. Es ist eine ganz kleine Grundschule und die Energie, die ja auch durch Margret, die wir mal erleben durften, in die Schulleitung vor allen Dingen und ins Kollegium getragen wurde, war wirklich so, dass wir als überlegt haben, was ist der nächste Schritt, gesagt haben, der Friday ist ein Schritt, den wir wagen können, weil wir im Vorfeld so viel nicht tun müssen. Und ich teile mal eben, ich mache mal eben meine Kamera aus, dann seht ihr unser Motto. Ich habe es vorher nie versucht, aber ich bin völlig sicher, dass ich es schaffe. Stark. Und verbunden mit Margrets Mutkarte, die wir im Kollegium tatsächlich alle immer bei uns tragen. Hört sich so ein bisschen komisch und pathetisch an, aber es ist tatsächlich so, jeder hat das immer vor Augen und es ist auch gut, sich das noch
öfter in Erinnerung zu bringen, denn von den Rissen, die wir da im Beton haben, da können wir auch ein Lied von singen. Durch den Beton hindurch zu gehen, ist nicht so einfach, das Licht auch wirklich hell scheinen zu lassen. Sehr schön, dass du uns das, was du mit uns geteilt hast, Maren. Ja, ich wollte noch was bringen, so also zum Teilen, als die Margret vorher von Miriam Gerull erzählt hat, von der Schule in Pattensen. Da haben wir ja auch mal eine Einführung gemacht vom Beziehungslernen und dann hat die Miriam Gerull sofort eigentlich die Essenz auch übernommen, hat gesagt, es geht darum, dass ich als Schulleitung meinem ganzen Kollegium immer wieder vorlebe, was der Potenzialblick ist. Und als wir vorher dem Buch zugehört haben und Margret, wie du vorher gesagt hast, die größte Differenz ist eigentlich, dass wir gar nicht mehr dran glauben, diese Hoffnungsdefizit. Und der Hoffnungsdefizit geht eigentlich nur zu überwinden mit dem Potenzialblick, dass ich aus dem Problemblick rauskomme, der wird ja jeden Tag durch die Medien genährt. Wenn ich eine Zeitung aufmache, alles wird durch den Problem, der Problemblick wird immer dicker und mein Potenzialblick wird immer kleiner. Und jetzt geht es wirklich darum, und da ist der Friday auch so toll, dass der Friday den Problemblick kleiner macht und den Potenzialblick größer. Wir brauchen die Hoffnung und den Potenzialblick. Und dass ihr das an eurer Schule schon so toll macht, finde ich super. Und da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Und ich kann dann die Fragen von den anderen, von den ganzen Teilnehmern, die kann ich quasi dann reinbringen in unsere Diskussion. Wie ist das? Ja, gerne. Normalerweise hätte ich auch Schülerinnen so dabei. Denn wenn die Kinder, auch so klein sie auch sind, von 6 bis 10 Jahren von ihren Erfahrungen berichten, hat das ja immer noch einen ganz, ganz anderen Stellenwert, als wenn ich hier sitze und erzähle, was alles schon gelungen ist oder vielleicht auch, was herausfordernd ist. Jetzt haben wir Ferien in Niedersachsen und auf dem Sonntagmorgen war das heute schwierig, leider. Ich habe gleich die Frage an dich, eben welche Herausforderungen, weil hier sind ja auch andere Schulleiterinnen und Lehrer, Lernbegleiterinnen dabei. Was war die größte Herausforderung? Oder gibt es auch immer noch Herausforderungen nach einem guten Jahr, wo ihr den Friday eingeführt habt? Erzähl uns doch davon. Wir haben es als Kollegium entschieden und dann in die Gremien der Schule in der Schule diskutiert, also mit dem Schulvorstand, mit dem Schülerrat, mit dem Schulvorstand, mit der Gesamtkonferenz und die Beschlüsse waren alle einstimmig und so hatten wir das Gefühl, wir haben guten Rückenwind, haben dann ein Padlet zum Friday erstellt, damit die Eltern, die Fragen haben, die Möglichkeit hatten, da sich zu informieren. Und unsere Hoffnung war, dass dann Fragen an uns herangetreten werden, die wir beantworten können. Das war dann gar nicht so. Es gab keine Fragen. Und wir haben fröhlich angefangen, ohne dass wir das Gefühl hatten, es gibt Fragen von Seiten der Eltern. Und als die Schülerinnen dann begonnen haben, nach den ersten Wochen, da wurde dann deutlich, dass es den Eltern doch nicht so klar geworden ist. Erklärend ist es vielleicht auch noch wichtig zu sagen, es war ja mitten in der Corona-Zeit, in dem wir mit dem Friday angefangen haben. Wir konnten gar keine großen Elternabende oder so dazu machen. Danach war es eben so, dass wir doch noch viel die Eltern aufklären mussten. Aber da kommt es gleich, obwohl ich eigentlich das Wort in meinem Wortschatz vermeide. Es war dann schnell so, dass die Kinder von dem Friday zu Hause erzählt haben. Und Eltern, die uns gesagt haben, mein Kind erzählt eigentlich nie was zu Hause. Ich kriege immer nie was aus meinem Kind raus. Aber am Freitag, da erzählt es immer ganz viel. Ja, weil mit Freude und mit Spaß und mit eigener Energie und mit eigenen Themen dann da gearbeitet wurde. Und so ist es jetzt nach einem Jahr so, dass wir jetzt die neuen Schulanfänger bei den Elternabenden, gab es gar keine Frage zum Friday, denn das ist ja bei euch so und wir haben schon viel davon gehört, denn die Kinder sind sehr aktiv geworden innerhalb unseres Einzugsbereiches. Ja, wunderbar. Danke, Maren.
kam leider noch keine Frage in den Chat, die ich jetzt einbringen könnte, so an Maren. Deswegen fordere ich euch auf, bringt mir im Chat die Fragen und die stelle ich dann an Maren. Da musst du ein bisschen weiter erzählen, Maren. Das tue ich ganz, ganz gerne, tatsächlich, denn alles das, was Margret vorhin so gesagt hat, und ich habe ja schon erwähnt, dass ich sage, ja, so ist es bei uns auch und so ist es auch entstanden. Ich bin, man sieht es wahrscheinlich nicht, aber nicht mehr die jüngste Kollegin an unserer Schule. Tatsächlich habe ich schon einige Lehrerinnenjahre hinter mir und da ist das Loslassen schon auch schwierig, denn im Schulsystem schon so lange Jahre zu arbeiten und die, das System so gut zu kennen und die Hierarchien so gut zu kennen und zu wissen, wo es lang geht und Curriculum und schuleigene Lehrpläne, all das kenne ich und habe so ja gearbeitet. Und der Friday bietet wirklich die Möglichkeit, mir die Möglichkeit, das Loslassen zu üben. Und das ist auch für mich eine Herausforderung. Und zwar jedes Mal wieder. Und das gebe ich auch gerne und offen zu. Und trotzdem, die Freude der Kinder ist da wirklich, lässt mich da positiv, also wirklich auch mit umgehen. Und was ist dein ganz persönlicher Gewinn, dein ganz eigener Gewinn durch den Friday? Die Schülerinnen, die in ihre Eigenverantwortung kommen und die Fröhlichkeit beim Arbeiten und das Einfordern auch. Es ist doch heute Friday. Wann fangen wir denn jetzt an? Also ganz, ganz viel davon. Es wird hier gerade wieder laut. Maren, jetzt habe ich auch Fragen im Chat, ne? Hast du Lust auf die Fragen im Chat? Ja? Okay. Also die Fragen im Chat sind, Moment, wie ihr eure Themenfindung organisiert habt. Kannst du da was zu sagen? Es gibt reichlich Bücher und auf der Friday-Seite gibt es auch eine Bücherliste, die man sich da auch ansehen kann. Das wollte ich auch noch mal erwähnen. Vom Friday-Netzwerk haben wir ganz, ganz stark profitiert. Wir waren ganz viel in Verbindung mit Tobias Feitkenhauer oder mit Anne oder auch jetzt mit Miriam und in Kontakt mit anderen Schulen, um da auch einen Austausch zu haben. Und es gibt auch Filme, die gut geeignet sind. Ich habe ein zweites Schuljahr und habe mit dem World Largest Lesson Film mit Malala angefangen und habe das mit den Schülerinnen so in Sequenzen geschaut und drüber gesprochen. Und die Ideen, die dann danach kamen, wofür möchte ich mich einsetzen, die waren schon für so kleine Kinder ganz hervorragend. Also da gibt es reichlich Material. Danke, Maren. Die nächste Frage, gab es auch gescheiterte Versuche? Also die Fragestellerin glaubt, es gibt natürlich positive Erfahrungen, das ist sie ganz sicher, aber sie stellt sich halt auch vor, dass es große Widerstände gibt. So sind eben ihre Erfahrungen mit diesen ganzen neuen Dingen in der Bildung, in der Politik. Also die Widerstände jetzt bei den Schülerinnen oder tatsächlich politisch? Da sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja, also okay. Natürlich gibt es auch Schülerinnen, die nicht ins Handeln kommen können, weil sie ganz andere Dinge beschäftigen. Denen versuche ich dann ein bisschen auf den Weg zu helfen. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, dass wir versucht haben, die Eltern da mit ins Boot zu holen. Und dass es dann aber so ein Selbstläufer war. Ich kann vielleicht auch noch kurz berichten, wie das mit der Verwaltung momentan auch ist. Wir haben eine ganz großartige, das war jetzt unabhängig vom Friday, noch obendrauf eine Projektwoche zu den 17 Nachhaltigkeitszielen gehabt und sind damit auf den Rathausplatz unserer Samtgemeinde gegangen und haben auch Menschen der Politik eingeladen und haben jetzt eine Einladung bekommen, das auch mal im Landtag vorzustellen. Also der Landtagsabgeordnete fand die Kinder großartig, die da eben auch Rede und Antwort gestellt haben.
gestanden haben. Mhm. Super. Ich habe noch eine Frage, die ich ganz spannend finde. Ob sich durch den Friday Verbesserungen von Lernleistungen der Schüler gezeigt haben? Ich würde sagen, also wir haben es jetzt ein Jahr. Ich glaube, das ist noch nicht so ein, da kann man noch nicht so viel das erkennen und wissenschaftlich begleitet wird es auch nicht. Mhm. Aber die Kinder erreichen damit ganz andere Kompetenzen, mhm. Die sie nutzen können auch für die anderen Fächer. Also Arbeit in Gruppen, mhm. Kreativ zu sein, also die 4Ks halt sowieso. Mhm. Auch im Rechnen, da hat dann eine Klasse ausgerechnet oder eine Gruppe ausgerechnet, wie viele Fußballfelder es denn sind, bei der Abholzung des Regenwaldes und haben mhm. da ein Poster dann erstellt, alles kleine, mhm. kleine Sportplätze mhm. gemacht und dann mhm. aneinander geklebt. Mhm. Also ganz viele Kompetenzen, die da mhm. ja. gebraucht werden. Vielen Dank. Ich kann das nochmal mit einer Schüleräußerung einer ja. Achtklässlerin unterlegen. Bei einer Fortbildung zum Friday waren SchülerInnen dabei aus der Gesamtschule Pulheim, die den Friday vom Jahrgang 5 bis 10 eingeführt hat. Und solche Fragen werden ja häufiger von LehrerInnen gestellt. Und dann sagte diese 14-Jährige, die hatten sich mit Rassismus befasst und wollten jetzt in der Schule ein Rassismusbüro einrichten als niedrigschwelliges Angebot von Schülerinnen für Schüler. Und sie sagt, das erste Mal, dass mich etwas wirklich interessiert hat und was ich gelernt habe, ist Disziplin. Und die Disziplin habe ich jetzt auch schon mal im Fachunterricht angewandt, hat sie gesagt. Ja, also auch Metakompetenz, ne? Ja. Nochmal als Bestärkung und einfach praktisches Beispiel zu Marin. Ja, vielen Dank, Margret. Ich denke, das ist noch ganz hilfreich. Ich habe noch eine Frage für Maren. Eine Teilnehmerin fragt uns, sie habe Erfahrungen mit Schülern gemacht, denen es nach Jahren vorgegebener Lerninhalte sehr schwer fiel, eigenverantwortlich und aktiv zu arbeiten und wie ihr das begleitet. Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir eine kleine Grundschule sind, also sozusagen mhm. den Friday von unten nach oben bringen können. Und da ist noch mehr Offenheit. Mhm. Aber trotzdem auch, ich glaube, das ist bei uns schwierig zu sagen, weil wir sowieso ganz viele offene Lernformate haben. Trotzdem sind die Kinder, glaube ich, es gewohnt, immer Arbeitsblätter abzuarbeiten oder gesagt zu bekommen, was sie tun müssen. Mhm. Dazu dir dann eigene Ideen zu entwickeln. Das geht aber in der Gruppe gut. Man mhm. ist ja nicht allein. Mhm. Und ich glaube, dass das Problem oder das Problem, was viele Eltern auch sehen, wenn sie dann an die weiterführende Schule kommen, da gibt es dann den Friday nicht mehr und es gibt dann auch vielleicht andere Unterrichtsformate und die Angst, dass die Schülerinnen dann damit nicht klarkommen, quasi mit traditionellem Lernen. Ja. Mhm. Aber vielleicht hat Margret auch noch eine Idee, wie man Kinder, die vielleicht schon älter sind, oder Jugendliche, wie man die mhm. öffnet, dass sie quasi eigenverantwortlich und aktiv mhm. werden, also was man da, wie man die da begleiten kann. Also ich glaube, das ist auch also etwas, was wir stärker als Annahme im Kopf haben, als dass es dann der Wirklichkeit entspricht, weil diese Frage kommt ja auch immer und wenn ich dann Jugendliche dabei habe, zum Beispiel Schulleiterrunde mit Kids von Miriam damals. Die Frage heißt auch oft, ja, was ist mit denen, die nur abhängen wollen und mit denen, die ja keine Idee haben. Und dann haben die Jugendlichen gesagt, gab es bei uns nicht. Also der Unterschied ist nämlich, dass die nicht zu einem vorgegebenen Thema jetzt etwas entwickeln sollen, sondern in ihr eigenes Thema kommen. Das ist ja ein riesengroßer Unterschied, ob du etwas, was dich wirklich interessiert, verfolgst oder etwas Vorgegebenes. Und ansonsten bietet der Friday da ja ideale Möglichkeiten. Manche brauchen tatsächlich auch ein bisschen länger. Dann legen schon welche los und man hat dann auch Zeit, auch vielleicht von Kindern, die ein bisschen im Lernen eingeschränkt sind, sich intensiver um die kümmern zu können.
Also da hat man einfach nicht mehr die ganze Gruppe, kann noch mal schauen. Wichtig für LehrerInnen ist es, das auszuhalten und nicht nach der ersten Stunde zu sagen, siehste, wusste ich doch, denen fällt nichts ein, sondern einfach Zeit zu lassen. Also wie gesagt, diese Frage zeigt ja, oder diese Tatsache, wie schlecht wir Schule machen. Wenn wir Schülern die Begeisterung am Lernen austreiben, dann wird es höchste Zeit, dass wir grundlegend etwas ändern. Aber ich kann da wirklich aus Erfahrung auch mit projektbasiertem Lernen, jahrzehntelange Erfahrung der Schulen sagen, es geht. Und manchmal muss man ihnen einfach ein bisschen Zeit lassen. Jetzt kommen hier noch weitere Fragen ein, aber ich gucke so zu Katharina und denke, dass jetzt eigentlich eher so der Zeitpunkt ist, wo wir euch, ihr lieben Margaret und Maren, bedanken, dass ihr uns so gut Rede und Antwort gestanden haben und dass wir so ein bisschen auch den Raum dann öffnen für die Teilnehmer, dass wir die in kleine Gruppen schicken. Katharina? Ja, darf ich noch etwas sagen zu der letzten Frage? Ja. Geht auf die Friday-Website, da gibt es auch Friday-Sprechstunde. Wie Marin schon sagte, da vernetzen sich Schulen, da findet ihr auf solche Fragen dann auch Antworten, auch vom Material her, wie kann man anfangen und so weiter. Ja, und ich muss noch ganz schnell noch sagen, mein großer Tipp ist es auch wirklich, besucht die Schulen, die den Friday eingeführt haben. Ganz viele Ängste oder so werden verwischt, wenn man es selbst gesehen hat. Und ich habe auch noch etwas, das ist der Konzeptbaum, der in Kiel entwickelt wurde, vielleicht auf der gleichen Veranstaltung, die du erwähnt hast, Margaret. Sebastian, kannst du den mal bitte einblenden? Und der Konzeptbaum, den habe ich durch die Ottfried-Preußler-Schule in Hannover bekommen. Und da geht es nämlich darum, was sozusagen die Schätze durch Projektunterricht werden. Und in dem Fall ist es ja kein Projektunterricht, sondern ein Projekt. Und ich finde diesen Satz auf diesem Schild, du entscheidest, wann du erntest, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also es gibt keinen Leistungsdruck. Und ansonsten könnt ihr ja selber da mal auf dieses Bild schauen, was da einfach ganz spannend ist, was den Schülern eben, was sie selber erleben. Ja, welche Hindernisse habe ich überwunden? Was ist durch die Idee anders als vorher? Durch ihre eigene Idee. Was habe ich gelernt? Das können Sie dann alles in Etappen, das ist bei jeder Schule etwas anders, und in der Ottfried-Preußer-Schule haben Sie dann auch alle paar Wochen oder Monate dann quasi eine Präsentation. Und da kommt natürlich Stolz, Freude und auch eine neue Haltung in die Schule und in die Schüler. Ja, ich finde das also unglaublich wertvoll. Und dieser Baum, der eben auf einer Veranstaltung entstanden ist, wo es um den Friday ging, der wird den Schulen mit zur Verfügung gestellt, dass sie ihren eigenen Baum entwerfen. Also das ist ein Vorschlag, ein Design, wie es sein kann. Finde ich wirklich einfach sehr, sehr wertvoll. Und ihr seht, unten in der einen Wurzel steht auch das Starter-Kit, was ihr auch zur Verfügung stellt, wenn man sich als Friday-Schule dann anmeldet. Ja, und die Slack-Plattform mit verschiedensten Kanälen, wo sehr, sehr einfach, also niedrigschwellig, dann einfach auch Informationen abgeholt werden können oder angefragt werden, ausgetauscht werden kann. Ich sage noch eine Info, der Friday, habe ich vergessen vorhin zu sagen, der Friday bekommt keine Ziffernote. Aber die Metakompetenzen werden regelmäßig reflektiert und wertschätzend dokumentiert. Ziffernote ist out, können wir schon mal üben. Lieber jetzt die Ziffernoten ganz abschaffen, vielleicht demnächst. Und ich halte noch, auch weil es farblich so gut passt, ne, wir sind ja alle ein bisschen in Pink und Magenta, das Buch, wo du natürlich auch mit drin bist, ja, Margaret, das war ja unser erstes Buch jetzt im Bücherherbst im Salon. Ja, da geht es um die Future Skills und der Friday hilft uns, da hinzukommen. Das ist das Tolle. Wirklich sehr, sehr, alles sehr stimmig, die Zeit ist reif. Genau. Ja. Ja, dann bleibt es erstmal, das allererste ist ganz wichtig, dass wir dir, Margaret, danken und dir, Maren, dass ihr jetzt mal den Teilnehmern aus eurer Praxis erzählt haben und dir, Margaret, was eigentlich ja die Geburt dieses Buchs, was das bedeutet hat, ne? Und wie es jetzt in die Welt kommt und was schon alles in der Welt ist.
Und wir wünschen uns natürlich, dass wir die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die heute bei uns da sind, dass wir die zu Botschaftern für den Friday gewinnen. Und dass wir in diesen Kleingruppen, ja, dass sie dann Zeit haben, sich zu überlegen, wie kann ich mich eigentlich für diesen Friday stark machen.